Hallo! Und herzlich willkommen und oh mio madre! Hey Presidente! Le Cola ist alle! Ja, dann hole neue! Die haben wir diese Cola! Diego Montero? Der ja. Blinde Jäger? Was soll das denn? Na, du, Cola! Deine Cola! Na dann! Die meisten werden schon erraten haben, wir befinden uns in Tropico und zwar in der echten Version. Kuba. Wir haben weder Kosten noch Mühen noch sozialen Druck gescheut, damit uns große Fans dieses Kanals original kubanische Cola aus Kuba mitbringen. Etwas, was wir mal nicht in einem Laden um die Ecke gefunden haben. Richtig. Ja. Laut Wikipedia ist das die führende Marke. Fiesta Cola und Truppi Cola spielen keine große Rolle mehr. Auch für Touristen. Ja, aber wir sind ja fein, deswegen wir Gläser aus der UdSSR. Die sind noch übergeblieben von der Raketenlieferung aus den 60ern. Genau. Ja. Ja, wie du schon sagst, Diego Montero heißt blinder Jäger. Wieso? Wir haben keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, ich lasse dich zuerst probieren. Ansonsten ein lustiges Schlagballspielmuster hier drauf. Ja. Erklärt auch vielleicht, warum es 355 Milliliter sind. Das sind natürlich in Florenzen. 12. Aber sowas von. Das weiß ja jeder sofort. Ja. 100 Kalorien. Ach, das ist so ein Kilojoule, die kann ich mir nur merken. Ja, die Nährwertangabe interessiert uns halt immer nicht. Ja, hergestellt in La Habana, Cuba. Aus Aluminium. Recyclable. Ja, du hast mich auch schon auf die Idee gebracht, warum sind es keine Pfandflaschen, aber wahrscheinlich waren einfach die Importeure zu faul, eine Flasche durch die Gegend zu schleppen. Ja. Ja, mach doch mal dieses karibische Wunderwerk auf. Na? Es geht die Dose funktioniert schon mal wie bei uns, ne? Das ist doch schon mal gut. Es fließt wahrscheinlich auch in der gleichen Richtung raus, weil es nicht von der Südhalbkugel kommt. Ja, die australische Kohle hat einfach mal vorbeigeschickt. Ja. Wenn ich mich noch erinnern könnte, was ein Braun auf Spanisch hieß. Es mi dio primero. Mi llamo Duc. Es Diego Montero. Riecht wie Cola. Riecht ein bisschen wie Cola, ja. Sehr süß. Hat einen anderen Geschmack, würde ich sagen. Da ist irgendwas. Es schmeckt, als wäre da irgendein Süßstoff mit drin. Nicht nur Zucker. Obwohl sie davon eigentlich genug auf der Insel haben sollten. Ich würde sagen, es ist Karamell. Ja, vielleicht ist es auch Karamell. Agua, Carbonata, also Kohlensäure, Azúcar, Zucker, Aroma, Acidulante, Acidofrisier, Coloranene. Oh, es ist mit Karamell auf jeden Fall gefärbt. Und es gibt Konservierungsstoffe. Und die 950 sind bestimmt in Europa voll erlaubt. Ja, ich finde, wir hatten, glaube ich, so eine Weihnachtscola bei Netto. Die schmeckte so. Ich glaube, das war diese Haselnussgeschichte. Ein bisschen, ja. Deswegen, da ist irgendwas. Also, da ist ein Aroma drin, das wir so jetzt nicht kennen. Auf Verband. In Kuba trinkt man die ja immer mit rumgemischt, da merkt man das dann gar nicht so. Wahrscheinlich. All die kleinen betrunkenen Kinder, die da in ihren 54er Chevy durch die Gegend fahren. Genau. Mit einer wenn Ziege und nicht, deinen Esel namens Emilio. Wenn sie keinen 70er, 80er Jahre Lada durch die Gegend fahren. Ich weiß, es ist nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Ja, es macht es irgendwie auf jeden Fall zu einer echten Geschmacks. Es ist bisschen, mal was anderes. Es ist auf jeden Fall verdammt süß. Es ist ein bisschen erinnert mich an diese alten Tüten zum selber einfrieren mit was dann am Ende Eis wird. Aber das ist nicht annähernd so süß, weil nee. Da hat man dann ständig den Geschmack raus und hat nur noch die blöde Wasserstange da, Dingsen. Ja, nee, ich würde sagen, also, es geht in Richtung Karamell. Es hat wohl was von Karamell. Kohlensäure also, ist jetzt gar nicht so heftig drin, also ich finde, das schmeckt relativ schnell ziemlich. Ist auch schon eine Beule in der Dose, vielleicht ist das irgendwo schon auf 10.000 Meter Höhe diffundiert. Da müsste mal einen Physiker fragen. Das sollte eigentlich nicht so aus der Dose rauskommen, ohne dass dabei auch noch der gesamte Inhalt des Koffers nass wird. Was ich gut finde, die haben auch schon Barcode. Ja, natürlich, ich modern. Dachte, ja, ich war noch nie in Kuba einkaufen, man kriegt ja nur die Vorurteile mit. Ich dachte, das ist so ein kleiner Laden und Registrierkasse und also nachdem, was ich gehört habe, gibt es meistens nicht viel zu kaufen, was man haben will, aber
Aber das hat einen Barcode. Ja, nicht überall. 2000 Kalorien sind die Dingsbums-Vorgabe für eine männliche Person scheinbar. Sind das nicht bei uns 2,5 oder sind es auch 2000? Ich glaube, sie haben es jetzt auf 2000 gesetzt und das ist aber für alle. Ah, okay. Da habe ich nichts gesagt. Und, ja, fährst du demnächst nochmal nach Kuba und bringst eine Palette mit? Ich finde, es ist gar nicht schlecht und es ist mal eine Abwechslung. Es ist irgendwie geschmacklich in Richtung Afrikola, aber sehr, sehr, sehr viel süßer. Afrikola, also ich finde, da fehlt das Kaffeearoma. Ja, ja, das ist, geht in die Richtung, aber viel, viel, viel süßer. Das Herb fehlt, ja. Ja, also, nee, ich fahre jetzt nicht demnächst nach Kuba und ich bringe auch keine Palette mit. Schade. Tut mir leid. Oh. Aber vielleicht finden wir ja einen kubanischen Importeurladen hier in der Stadt und ja, oder es findet sich ja ein blinder Förster, der seinen eigenen Deutschland-Vertrieb aufziehen möchte. Ich wäre dabei, wenn es preislich stimmt. Wie viel Pesos hat es gekostet? Man weiß es nicht. Es war ein Geschenk. Ich kann es nicht sagen und das Schlimme ist halt auch, dass ich mitbekommen habe, dass da ja sowieso dann zwischen Touristen und Einheimischen allem stark unterschieden wird, weil es ja sogar zwei Währungen für gibt und wie man das exakt umrechnen muss und all das, kann ich nicht sagen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob man wirklich in denselben Läden einkaufen darf. Ich habe da auch keine blassen Schimmer. Tja, wenn ihr uns von Kuba zuseht, postet, wie wir rankommen können. Ansonsten, tu Cola is me Cola. Und ja, damit bis demnächst. Ciao.